Demon Rider and the Star Ferris. Ja, meine Lieben, wir machen heute ein Arenenkampf-Special. Was ihr im Hintergrund rattern hört, ist mein geiles Moped. Total zugesaut von Vogelschiss und so. Ja, und das ist heute ein Special. Ich kämpfe mich einfach mal durch die ganzen Arenen. Wie ihr seht, haben wir hier die erste Arena. Die ist hier am Gas. Keine Ahnung, Stromkunst heißt das. Und ja, jetzt kämpfe ich mich erstmal durch ein Akani, ein Golbat und ein Duflor. Und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Viel Spaß dabei. So, erste Arena eingenommen, jetzt geht's weiter zum Seniorenheim, denn da machen die mir die Arena auch immer streitig. Auf geht's. Pokémon Rider and the Star Ferris. So, wir sind jetzt hier am Seniorenheim, oder ist ein Evoli, aber ich brauche keine Evolis mehr. Und hier haben wir einen Urop und einen Hypno und einen Kokowai. Und die werde ich jetzt auch in den Boden stampfen. Warum zeigt er mich denn zu weit weg? Das stimmt ja gar nicht. Der muss mein GPS-Signal noch richtig orten. Und dann geht's los. Seniorenheim ist eingenommen.
Und jetzt geht's weiter zur, ich glaube, das ist eine katholische Kirche, da hinten in der Ecke. Die dritte Arena. Auf geht's. Pokémon Rider and the Star Ferris. So, meine Lieben, ihr habt gesehen, die Kirche, die war schon in blauen Händen. Jetzt habe ich das Ganze noch ein bisschen verstärkt und mein Enteron reingehauen. Und jetzt geht's weiter zum City Grill. Nächste Arena in Angriff nehmen. Pokémon Rider and the Star Ferris. So, meine Lieben, jetzt bin ich beim City Grill. Kebabs, City Grill und so weiter. Und ich muss mich kämpfen durch einen Omot, einen Magma, einen Enteron. Und ein Aquana und die sind noch nicht mal besonders schwach. Das wird hart. Aber wir schaffen das. So, erfolgreich eingenommen. Und da dieser Platz hier sehr, sehr umkämpft ist immer, habe ich da direkt mein 1900er Relaxo reingemacht und hoffe, dass es jetzt mal einigermaßen lange drin bleibt. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch schnell in den Shop gehen und meine Belohnung... Scheiße. Aber ihr seht, ich bin in 5 Arenen drin. Aber ich muss noch 4 Stunden, 15 Minuten diese Arenen halten. Scheiße. Wäre ich mal um Mitternacht erstmal durch die Gegend gefahren. Wie ich sonst immer mache. Ja,
Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht Team Blau. Und wenn euch das T-Shirt gefällt oder die Käppi, die habe ich auch dabei, aber ist schlecht mit dem Motorradfahren und Käppi tragen, dann vergesst nicht, über den Amazon-Link direkt unter dem Video könnt ihr euch diese Sachen auch kaufen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Das ist so meine tägliche Tour, meine tägliche Arenentour, die ich abgehe. Und ja, stay tuned, euer Gameblender. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.